Happy Halloween wünscht auch Unterirdisch Gut. Heute aus dem Keller mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Heiko Schneider. Er ist Horrorfan, seitdem er gefühlt 7 Jahre alt ist, und er ist ein Kenner der Halloween-Filmreihe, die nicht nur gute Stücke zustande gebracht hat. Und deswegen wollen wir von ihm wissen, ob es denn da auch gute Filme gibt. Jetzt wollen wir auch ein bisschen mehr wissen über die Halloween-Filmreihe. Deswegen auch gleich mal die Frage, Heiko. Was macht diese Horrorfilmreihe denn so besonders? Also an der Reihe besonders ist natürlich der erste Film. Klassiker. Immer noch super spannend, super gruselig. Für ein Appel und ein Ei gedreht, 1978. Die Geschichte ist wahrscheinlich bekannt. Kind bringt seine Schwester um, kommt in die Klapse, bricht 15 Jahre später aus, fährt wieder in seinen Heimatort und tötet sich da so durch das jugendliche Personal. Spannend ist er, weil Carpenter einfach mit super simplen Mitteln arbeitet, vor allem große, tolle Panavisionenbilder schafft, wo irgendwann in der Ecke irgendwas auftaucht, nämlich meistens der Killer, Michael Myers. Die Musik ist natürlich, haben wir ja eingangs schon ansatzweise gehört, ein Klassiker, der mit fünf Tönen unheimlich viel Spannung schon mal aufbaut, eine gruselige Atmosphäre schafft. Gefilmt wurde der im Frühjahr in Kalifornien, also bei klarem Sonnenschein größtenteils, was noch so unheimlicher macht, dass dann eben der schwarze Mann Michael Myers auftaucht und da eben die Kinder tötet. Vorsicht, Spoiler. Super toll ist natürlich auch noch, dass der Film keine Auflösung hat. Der schwarze Mann wird erschossen am Ende, fällt vom Balkon, liegt da rum, Schnitt. Gegenschnitt wieder auf dem Rasen, weg ist er. Film zu Ende. Was ich persönlich toll fand damals, ich weiß noch, wie ich den im Kino gesehen habe, Anfang der 80er, und mein Freund, mit dem ich da war, sich tierisch aufgeregt hat, was für ein beschissenes Ende das ist. Keine Erklärung, keine Aufklärung, wo ist der und so. Und ich meine, das ist doch gerade das Tolle. Das ist der schwarze Mann, der will dir Angst machen. Halloween 2, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er einfach das, was der erste an Atmosphäre hat, weglässt und durch Splatter und Gore und Brutalität ersetzt. Was sich dann so ein bisschen später in der Reihe auch fortsetzen werden wird, dass die eben einfach viel zu brutal sind, dieses ganze Flair des Grusels und so aufgeben. Da eben der Film jetzt nicht so zündete an der Kasse und vor allem bei der Kritik auch ziemlich durchfiel, der Titel Halloween aber irgendwie den Produzenten natürlich gut gefiel, hat man sich entschlossen, dann mit Halloween 3 völlig abzurücken von der Michael Myers Geschichte und so eine Art Horror-Anthologie zu beginnen, in dem jedes Jahr ein Halloween-Film kommt mit unterschiedlichen Plots, unterschiedlichen Charakteren. Der erste, also Halloween 3, soweit ich mich erinnere, geht es darum, dass ein Spielzeugfabrikant Halloween-Masken vertreibt, die an Halloween den Träger töten. Warum, wird nicht so genau erklärt. Oder ich habe es vergessen. Andere finden den eben gut, weil er eben so total over the top ist. Also es ist eigentlich mehr wie so ein verfilmter EC-Comic. Also sehr bunt, sehr komische, makabere Special Effects, die bei der deutschen Version rausgeschnitten wurden, was den Film natürlich noch blödsinniger machte. Also es ist im Grunde wie so ein Stephen King Kurzgeschichte. Okay. Allerdings ungefähr so gehaltvoll, wie was Stephen King so vor dem Frühstück schreiben würde. Yeah. Also, aber da eben Halloween immer noch irgendwie so ein starker Franchise-Titel ist, wie man das ja heute nennt, bei Film-Sequels, entschloss man sich dann 4, 5 und 6 zu drehen, auch natürlich mit größeren Jahreslücken dazwischen, was insofern besonders absurd ist, weil viele oder einige oder ich glaube sogar jeder der Filme mit so einem Cliffhanger endet, und die endeten dann eben mit einem Cliffhanger und man musste irgendwie 5 Jahre warten, bis es dann irgendwie weiterging. Laurie aus den ersten beiden Filmen hat ein Kind gekriegt, die jetzt hier die Hauptrolle spielt sozusagen, und der stellt Michael jetzt nach. Ist ja die Nichte von Michael, weil Laurie ja seine Schwester war, was in einem der Filme, ich weiß nicht mehr genau in welchem, dazu führt, dass als Michael die Nichte bedroht, sie ihn so anguckt und sagt, Onkel. Michael Myers spielt eben da wie weiterhin so seine Rolle, grundlos Leute irgendwie abzumeucheln und so ein bisschen bedrohlich in der Ecke rumzustehen. Also viel mehr hat er auch nicht zu bieten, was das Hauptproblem dieser Reihe ist, dass der nicht wie Freddy Krueger oder Jason oder so, also irgendwie so ein cooler Typ ist, sondern eigentlich ist es eine totale Dumpfbacke, die immer nur so rumsteht und Leute, und meistens weiß man nicht, wieso denn jetzt ausgerechnet der. Also es wird auch ein abenteuerlicher Subplot eingeführt, um eben diese Reihe so auf Länge zu bringen. Und es war immer noch nicht zu Ende, obwohl dann viele gesagt haben, es ist echt gut.
dann kam sozusagen Teil 7, da besann man sich aber dann auf die Anfänge, brachte Jamie Lee Curtis wieder ins Spiel, die Schauspielerin, die damals Laurie Strode, also das Uropfer sozusagen gespielt hat. Der macht im Grunde da weiter, wo 2 aufgehört hat. Ja. Age 20 gesprochen von den Fachleuten, also 20 Jahre die Reihe, 78 angefangen, der ist von 98. Hier spielt noch lustiger Trivia die Mutter von Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, mit, die ja in Psycho, in Hitchcocks Psycho, die Frau spielt, die da unter der Dusche abgestochen wird. Und ja, es gibt auch viele, die sagen, zwischen Psycho und Halloween gibt es auch so ein paar Parallelen, also so von der Simplizität des Plots und so weiter. Bis hin zu, dass der Psychiater, der Michael Myers, über die ganze Reihe hinweg versucht zu therapieren, vergeblich. Sam, glaube ich, Loomis auf jeden Fall heißt, so wie einer im Psycho, nämlich der Freund von Janet Leigh. Vielleicht noch ganz kurz abgehakt, der mittlerweile 8. Film, der spielt auch selbst für Hardcore-Fans eigentlich keine große Rolle mehr, obwohl Jamie Lee Curtis da zumindest ein paar Minuten auftaucht, dann verschwindet sie wahrscheinlich tot aus dem Plot. Der ist auf jeden Fall totaler Schrott. Kurz zu den Remakes von Rob Zombie, der die Reihe vor ein paar Jahren, ich glaube bis vor 8 oder 9, wieder aufleben lassen hat. Das ist natürlich nun ein echt starker Tobak, weil im Grunde wird die Ur-Halloween-Story erzählt mit einer kleinen Vorgeschichte, warum Mike Myers so eine Klatsche hat. Weil er nämlich in einem total asozialen Elternhaus groß geworden ist, wo sie alle mal anschreien, wie bei Rob Zombie in jedem Film sowieso sich immer alle anschreien, grundlos. Ja, und immer Fuck und Fucking sagen die ganze Zeit. Also ästhetisch so zwischen IS-Video und Bahnhofsklo. Also der versteht ja sein Handwerk, aber wenn man zurückgeht zum ersten Film und diese Feinsinnigkeit, sage ich mal, in der Inszenierung und der Bildgestaltung sieht und dann so diese Schlachthaus-Ästhetik von Zombie, ist das eben, das ist sozusagen eine romantische Attitüde und das ist so ein Death-Metal-Konzert. Und angeblich ist jetzt auch, das waren jetzt 10 Halloween-Filme so im schnellen Ritt, gibt es, wird es auch einen 11. geben, da, also ein Halloween 3D ist seit Jahren im Gespräch. Carpenter soll auch wieder irgendwo an einem Drehbuch oder an irgendwas arbeiten. Also ich fürchte mal, es geht weiter. Ja, ich habe die 3 guten Varianten in der Hand. Heiko. Ich habe die 7 Luschen. Dankeschön dafür. Wir bedanken uns nämlich auch bei dir, dass du mitgemacht hast bei Unterirdisch Gut. Sehr gerne. Zu euch sagen wir, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Und ja, folgt uns bei Facebook, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Tschüss.